Jetzt geht's richtig um die Wurst, meine Damen und Herren. Kann die Fed den Crash stoppen? Sie hat es heute versucht. Wenn der Versuch nicht gelingt, dann ist das kein gutes Zeichen. Das ist das große Problem daran. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir hatten ja zunächst mal diesen historischen Abverkauf, muss man sagen, nachdem Donald Trump unabgestimmt, auch ohne die Europäer vorher zu informieren, den Einreisebann verhängt hat. Das ist durchaus vielleicht eine vernünftige Maßnahme. Es wäre eben besser gewesen, das vorher zu kommunizieren und damit im Mindesten den Eindruck zu erwecken, dass man an einem Strang zieht international, dass es nicht passiert. Das ist einer der Gründe, warum die Märkte heute auch schlechte gelaunt sind natürlich. Dann hat die EZB-Chefin Lagarde, hat die EZB eher nicht genug geliefert, aber doch etwas geliefert, was so ein bisschen untergegangen ist, wollen wir uns gleich dann mal anschauen. Jedenfalls hat die Fed dann in dieser beispiellosen Aktion gesagt, dass man 1,5 Billionen Dollar in den nächsten 3 Tagen in den Repo-Markt pumpen will, um das Funktionieren dieses Marktes zu gewährleisten. Die Märkte gehen jetzt davon aus, dass die Fed mindestens 0,75% senkt, vielleicht sogar die Zinsen jetzt am Mittwoch gleich auf die Nullermarke senkt und dann sogar noch QE ankündigt. Also man geht jetzt all in, man versucht alles. Gleichzeitig werden eben auch die Nachrichten um Coronavirus nicht gerade besser. Schauen wir uns die mal an. Kurz, da haben wir zum Beispiel, das wollte ich nicht zeigen, sondern dieses, dass in New York zum Beispiel jetzt alle Veranstaltungen auf 500 Personen verboten sind. Trudeau ist möglicherweise mit seiner Frau unter Beobachtung, unter Quarantäne derzeit. Der kanadische Regierungschef, auch der brasilianische Regierungschef ist in Verdacht, nachdem eine brasilianische Delegation, die sich auch mit Trump getroffen hat, nachdem dort ein Mitglied Corona infiziert ist und. Man könnte es praktisch fortsetzen. Sport abgesagt, Basketball, das ist das, was die Amerikaner besonders mental trifft, dass sozusagen jetzt der Alltag in Sachen Sport überhaupt nicht mehr funktioniert. Und damit wird jedem Amerikaner letztendlich klar, dass da etwas Besonderes ist, dass das jetzt etwas anderes ist, dass wir in einer im Grunde Ausnahmezustand uns befinden. Und das ist eben jetzt das Ding. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an zum heutigen Handelstag. Historisch wieder mal. Dieser Begriff wird überstrapaziert in letzter Zeit, aber es ist eben wirklich historisch. Wir haben Spanien 12,96%, Stock 600, in Europa 11,0, die Briten 9,8, der DAX 11,4, zweitschlechtester Handelstag seiner Geschichte, und die Franzosen auch 11,4. Hier sehen wir den Dow Jones Industrial Average, praktisch also den Dow mit größeren Abverkäufen als in der Finanzkrise, auch das in jeder Hinsicht historisch. Aber schauen wir uns dann eben an, was die Fed gemacht hat. Man will, wie gesagt, das hatte dann nochmal eine kurze Rallye hervorgerufen an den Märkten, aber die war nicht nachhaltig, die ist dann wieder abverkauft worden. Werden wir jetzt neue Tiefs sehen? Das ist die große Frage heute. Dann würde das bedeuten, dass die Fed nicht die Kraft hat, offenkundig den Markt zu retten, auch die Aktienmärkte zu retten. 1,5 Billionen Dollar, das sind natürlich gigantische Summen, das ist mehr als das QE1 und das an einem einzigen Tag aus dem Jahr 2009. Die Bilanzsumme der Fed wird ein neues Allzeithoch erreichen. Die Märkte haben aufgehört zu funktionieren, offenkundig, vor allem der Repo-Markt, da sind viele Hedgefonds wahrscheinlich in Schieflage. Und die große Sorge ist, dass da irgendwo einer schon umgekippt ist, irgendwo eine Leiche ist und dann sozusagen hier das System insgesamt ein Problem hat. Schauen wir uns hier mal an, 1,5 Billionen in nur 3 Tagen. Hier sehen wir, dass auch andere Analysten so ein bisschen zweifeln, ob das jetzt wirklich der Rettungscharakter ist. Wenn die Märkte, wie gesagt, heute Morgen das nicht hinkriegen, die Aktienmärkte vor allem sich dazu stabilisieren, dann wäre das natürlich ein fatales Signal. Wir sehen, dass natürlich Panik ist schon aller Orten. Fear and Greed Index bei 1. Wir erinnern uns noch vor 3 Wochen, glaube ich, war der DAX auf Allzeithoch, waren die Amis auf Allzeithoch. Also es ist noch nicht lange her. Und jetzt sind wir sozusagen in einem Panikmodus, der an 1929 erinnert. Wir sehen, hier gibt es schon ein bisschen Parallelitäten zu 1929. Die Wirtschaft steht erstmal still. Das passiert jetzt auch in den USA. In Deutschland überlegt man, die Schulen zu schließen. Italien hat schon alle Geschäfte geschlossen, außer Apotheken und Supermärkte. Absolute Ausnahmezustandssituation, die durchaus manchmal auch beängstigend ist. Schauen wir uns mal hier an. Der New York Stock Exchange, sind mehr als 72% aller Aktien jetzt auf ihrem 52-Wochen-Tief. Das gab es zuletzt einmal, als mehr als 70% hier auf ihrem 52-Wochen-Tief waren. Das war im Oktober, am 10. Oktober 2008. Also auch hier wieder historische Bezüge. Wir sehen,
dass wir jetzt im Russell 2000, im Russell 3000, den gibt es auch, es gibt den Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, dass wir da praktisch alle Gewinne seit der Wahl von Donald Trump jetzt ausgepreist haben. Italiens Index mit 17%, den größten Abverkauf ever. Also da ist wirklich einiges in der Mache, da ist einiges am Start. Und es ist auch so, dass die EZB so ein bisschen enttäuscht hat, indem man nicht die Zinsen gesenkt hat. Wahrscheinlich bringt das auch gar nichts. Die EZB hat etwas gemacht, was auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht blöd ist. Sie hat nämlich praktisch den Banken die Möglichkeit gegeben, wirklich weiterzuleben, indem man faktisch nämlich den Banken ein Kreditgeschäft anbietet, was unter dem Einlagesatz ist. Das heißt, wie Thorsten Pollert hier sehr gut gezeigt hat, wir haben das gebracht bei finanzmarktwelt.de, dass praktisch die Banken, wenn sie Geld von der EZB leihen, weniger zurückzahlen müssen, als sie geliehen haben. Faktisch haben also die Banken bei der EZB jetzt Negativzinsen, wenn sie dort Geld ausleihen, dann müssen sie weniger zurückzahlen, als sie sich ausleihen. Das würde ich auch gerne. Ich werde morgen mal die EZB anrufen, ob das für mich auch gilt. Dann würde ich so ein paar Millionen ausleihen und dann etwas weniger zurückzahlen. Das wäre natürlich eine feine Geschichte. Jetzt zahlt die EZB im Prinzip aus ihrem Eigenkapital das, was sie da sozusagen an Verlust schreibt. Das ist im Prinzip jetzt schon die Stützung von Banken, der Versuch, die Bankenbranche vor dem Kollaps zu bewahren. Das Szenario von Markus Krall hatte doch sehr schnell Gestalt angenommen. Was haben wir noch? Die Stimmung der Amerikaner, extrem negativ jetzt, AAII Sentiment, so ein Indikator, eine Umfrage unter Privatinvestoren, die Bären jetzt über 50%, über 51%, das gab es bisher nur 56 Mal und wir sehen, dass wir wöchentlicher Basis praktisch bei den Aktien, die steigen und die Aktien, die fallen, da sind wir auf einem Allzeittief. Es gab es noch nie, dass so viele Aktien gefallen sind in Relation zu Aktien, die gestiegen sind. Was wird das alles machen mit den Charts? Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Und ich habe es lange nicht erwähnt, aber die Charts, meine Damen und Herren, die sind von Capital.com 21.516. Man versucht sich hier zu stabilisieren, versucht diese Dynamik des Abverkaufs irgendwie in den Griff zu kriegen. Ob das gelingt, wir werden sehen. Schauen wir uns den S&P 500 an. US Futures ja heute mehrfach vom Handel ausgesetzt, heute Nacht schon durch den Fehler von Donald Trump, der suggerierte, dass auch der Warenverkehr aus Europa nicht mehr rein darf. 2520 der S&P 500 und der DAX bei 9216. Hier waren wir noch über 13.600. So schnell ändern sich die Dinge. Es ist unfassbar eigentlich, was da in einer Geschwindigkeit passiert ist. Und dementsprechend hat das natürlich viele auf dem richtig falschen Fuß erwischt. Jetzt sehen wir, dass der Euro Schwierigkeiten bekommen hat, der zunächst gestiegen ist, nachdem die Maßnahmen von der EZB ja nicht dovish genug schienen. Aber dann hat er sich doch die Details offenkundig angeschaut oder die Devisentrader und hat sich gesagt, oh, das ist ja praktisch dann eben auch das, was Herr Thorsten Polleit sagte, der Auftakt zur Staatsfinanzierung, nämlich, dass jetzt die Banken, respektive die Staaten, und das war die Aufforderung der EZB, ja, war die Aufforderung von Lagarde, die Staaten sollen Stimulus machen, mithin sich verschulden. Diese Verschuldung wiederum als Anleihen natürlich praktisch refinanzieren, dann kann die EZB auch diese Anleihen wieder kaufen. Das heißt, sie könnte dann faktisch natürlich nicht Staatsfinanzierung betreiben. Nein, 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 das geht ja gar nicht, das ist doch verboten, oder? Und dementsprechend macht sie es natürlich auch nicht. Aber das ist sozusagen der Auftakt in die finale, totale Stimuluspolitik, die jetzt der Fall ist. Die Frage ist, kriegt man das Kind nochmal praktisch an den Haaren aus dem Sumpf gezogen? Wenn nicht, ist es sozusagen zu spät. Wenn ja, dann stehen wir vielleicht nochmal vor einer Rallye des letzten Hurras. Wir werden sehen. Zurück zu die Charts. Wir sehen hier Euro-Dollar 1,1193. Dann wieder nach oben gegangen, eben wegen der Aktion der FED mit den Repos. Wir sehen Gold wieder sich etwas erholend, nachdem auch hier stark abverkauft wurde. Heute ist so ziemlich alles gefallen. Bitcoin crashte 30% in wenigen Minuten. Gold kam dann runter. Da werden eben Positionen wieder abgebaut. Da müssen Long-Positionen abgebaut werden, um Liquidität zu generieren bei Positionen, die sonst schief hängen. Wir sehen Öl bei 31,74, vergleichsweise unvolatil derzeit. Also da ist einiges in der Mache. Das muss jetzt gelingen. Es geht jetzt wirklich um Sein oder Nichtsein, so könnte man sagen, für dieses Finanzsystem.
Ja, wir sind natürlich jetzt total überverkauft, das ist keine Frage. Normalerweise folgen dann irgendwie so Relief-Rallies, wie die Amerikaner sagen, also Erleichterungs-Rallies, weil irgendwas passiert, irgendwas kommt. Die Frage ist, passiert das diesmal? Passiert es nicht? Wenn es nicht passiert, wenn die nächsten Tage weiter abverkauft werden, wenn dann die Fed möglicherweise nächste Woche nochmal die Zinsen drastisch senkt, vielleicht auf Null senkt, QE betreibt und all das nicht reicht, dann ist etwas im Argen, was nicht repariert werden kann. Noch ist es nicht so weit, noch bleiben wir optimistisch auch, dass diese Epidemie, diese Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Das wünsche ich mir zumindest und Sie wahrscheinlich auch. Deswegen jetzt einen wunderschönen Abend und ich sage Servus und Ciao.